Einen wunderschönen guten, meine Lieben beim DSV. Mein Name ist Karl Panda und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Tectonica. Wir machen da weiter, wo wir beim Stream aufgehört haben. Und ja, da drüben fährt es gerade mal ein Sturm. Ist da, ja, gut, Kuppel aktivieren. Dann passt das. Oder auch nicht ganz. Gut, wir wollten Produktionsablegen von, ja, okay. Greifarme Bänder ist klar, Schlüssel, Montagemaschine, Anzahl Akkumulatoren, okay. 45 Prozessoreinheiten. Also, wir haben hier eine Menge zu tun. Gut. 75 Prozent. Wir wollten hier praktisch jetzt eine Plattform in der Mitte bauen. Das macht ja gerade ein bisschen schwierig. Also, weil sie das vierte Band auch bewegt. Okay. Na, gute Reichweite hat er ja. BO, okay. Ja. Die Plattform, die wollten wir jetzt weiter rüberziehen. Das heißt. Ich. Die ziehen wir erst einmal so weit wie es geht nach rüber. Nein. Das ist aber auch ungünstig bei. Ne, passt. Vergesst alles am guten Morgen. Wir wollen jetzt hier. Genau. Den Boden hinklatschen. Die Dinger wollten wir auf jeden Fall noch machen. Und. Dann wollten wir mal gucken, wie wir das Ganze jetzt hinbekommen. Das ist eine Montagemaschine, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Behälter brauchen wir auch gerade nicht. Drescher. Wir brauchen als erstes Kernzusammenstellung. Nein. Wir brauchen. Ah. Wir bekommen wie viel raus? 4 Stück. Aus den 4 Stück bekommen wir wie viel Saatgut raus? Dann müssen wir nicht auch mal gucken, ob das dann sie überhaupt rechnet. So, wir brauchen. Boden, okay. Wo kriegen wir den jetzt wieder her? Logistik, Bau, Zwischenprodukt, Boden. Okay, was fehlt? Kalkstein. Mhm. Da hatte ich noch mal irgendwo was produziert. War das hier oder war das drüben? Kalkstein. Ich glaube, das war drüben. Ich muss mich selber erstmal in der Höhle wieder zurechtfinden. Da hinten, das ist Kupfer. Das ist das. Das hier ist Eisen, das ist Kupfer. Das heißt, unterm Strich müsste das genau in der alten Höhle noch gewesen sein. Gucken wir mal hier. Wir kamen ja von hier hinten, dachte ich. Ja. Okay, ich würde gerne mal ein bisschen schneller laufen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier den Quarzförderer wieder finden. Hm, hübsch. Ah. Irgendwo hatte ich hier schon mal einen Quarzteil hingebackt. Was bist du? Schon mal alles durchscrollen. This computer has a requisition for local plant life to be delivered to a science team for analysis. It looks like the request was approved, but doing it was marked as a low priority by command, even though the request itself was marked as urgent. We didn't come here for science, but I don't remember this kind of hostility about it either. What were they doing here? Ja. Und ihr seht, während den Sequenzen halte ich einfach mal meinen Schnabel. Könnt ihr sie dann in Ruhe genießen. Gut. Es
Jetzt muss ich aber erstmal mich hier wieder ne, zurecht organisieren. Ja, ein alter Mann, der lange Zeit nie. Okay, das Lager ist leer, das Lager nicht. Nehmen wir das alles noch raus. Okay. Hinten sind ja auch noch ein paar Lager versteckt. Gucken wir mal. Die kann ich leider nicht löschen. Okay. Dann, wo war das blöde Kalk? Das ist Kupfer. Man könnte es auch ganz einfach machen und die Map aufrufen, aber das wäre ja professionelles Gameplay und das seht ihr hier ja definitiv nicht. Gut, dann geht das hier hinten lang und außerdem möchte ich die Insel hier nochmal, beziehungsweise das Gebiet nochmal kurz ein bisschen erkunden. Einfach nur, weil ich wieder vergessen habe, wo was war. Das ist Kupfer, das ist Eisen. Okay, was ist das? Ah. Okay. Identified the assembled nation's industrial expedition to the planet of Calix. Okay. Notfall, okay. Ja. Da war hier oben noch irgendwo was, ne? Ah, da haben wir es doch. Ha! Perfekt. Dann kriegt er hier mal kompletten Treibstoff rein. Wunderbar. Dann können wir wieder zurückgehen. Jetzt wissen wir ja auch wieder, wo die Maschine ist. Gut. Fallschaden gibt es noch nicht. Betonung liegt auf noch. Gut. Auf und zurück. Hier ist dann das. Genau. Jetzt kommen wir langsam zurück. Passt doch. Wir haben den Kalkstein. Wir können jetzt. Seht ihr. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Die Biomasse. Ja, dann sammeln wir hier mal noch ein bisschen was ein. Okay. Sechs Stück können wir machen, okay. Woran hapert es jetzt? Wir bräuchten 50 mal pro. Okay. Ach ja, komm, alles ist gut. Da möchte ich jetzt auch nicht stundenlang rumrätseln. Eisenbauteile. Die haben wir mehr als genug. Elektrische Bauteile. Die sehen so aus. Da haben wir auch mehr als genug. Okay. Dann liegt es Tatsache nur am Boden. Okay. Und für Boden fällt wieder Kalkstein. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir das erste Mal. Und dann schauen wir mal weiter. Na kommt. Die dauern immer so ewig lange. Inventar, wo haben wir die Dinger jetzt? Ganz ehrlich. Kann ich die irgendwie verschwinden lassen? Nicht gut. Dann ein bisschen unübersichtlich.
Ich würde sagen, dahin. Gut, jetzt müssen wir nur mal sehen, dass wir das mit der Energieversorgung und allem hinkriegen. Okay, das ist egal. Das ist okay. Okay. Jetzt brauchen wir noch die Förderbänder. Müssen wir mal gucken, wie wir die hinbekommen. Ja, komm. Was soll's? Wenn ich die dahin packe, funktioniert das Ganze oder funktioniert das Ganze nicht? Schneller Greifarm, Füller Greifarm, Greifarm. Erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. So, wie wir das uns vorstellen. Nope, funktioniert nicht. Okay. Ups. Dann brauche ich diesen komischen Boden nochmal. Eisenrahmen, da, Elektroboden. Den packen wir bei der Kiste erstmal kurz hin. Dann den Boden rein. Okay. Dann die Null. Und die müssen wir jetzt ein bisschen anders stapeln. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Hier. Gut. Machen wir das. Genau. Wir machen das Ganze jetzt mal. So. 1, 2, 3, 4. Das wäre dann Nummer 5. Die können wir ruhig enge zusammenpacken. Dann brauchen wir noch den Thresher. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir den so halbwegs vernünftig hinbekommen. Die hat ja. Schade. Er hat die Ausgänge genau an der falschen Ecke. Und hört ihr viel rum zu funken. Gut, dann müssen wir es anders machen. Das kommt da an. Hier. Dann machen wir das da. Bis da. Und dann von da. Ja, ruhig noch da. Okay. Das Spiel ärgert mich gerade ein wenig. Nein. Perfekt. Danke. Gut, jetzt kommen die Greifarme. Eins. Blödes Band. Aus! Blödes Band. Lass mich in Ruhe. Kann hier wohl nicht wahr sein. Okay, dann packen wir das Saatgut rein. Okay. Seht ihr, ich würde gerne den noch einmal bauen, um zu gucken, was mit den anderen dann ist. Na komm. Okay, der ist fertig. Der Thresher kann weg. Und jetzt brauchen wir das Ding kurz. Bauen wir ganz einfach mal erstmal dahin. Und hauen den da mal rein. Mal gucken, was es das gibt. In Ordnung.
Ja, hier sind wir jetzt natürlich deutlich drüber. Müssen wir mal gucken, ob wir diese komischen Rahmen nicht bauen können. Boden, Elektroboden. Shift herstellen. Herstellen und herstellen, okay. Das ist gut. Dass das so billig ist, dann nehme ich den. Kann ich eigentlich... Wäre ja dann bis... Ah. War das Spiel schon von sich aus? Okay. Dann brauche ich keinen Schmelzofen, sondern Kurbelgeneratoren. Und davon eine ganze Menge. Ressourcen, Erz, Schmelzen. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Forschung. Mühlgeschwindigkeit wäre eine Möglichkeit. Wir haben heute Tatsache eine ganze Ecke, die wir noch forschen können. Produktionsgeschwindigkeit, Schmelzen, Drescher, Pflanze, das ist okay. Logistik, Rucksackgröße, ja, die Greifarme. Werkzeuggürtel will ich mir nicht. Mir ist das jetzt schon. Okay. Energie, Kurbel, der Akkumulator. Den muss ich auf jeden Fall machen. Massenlöschung, Prozessoreinheit. Okay. Leuchtstab, Massenlöschung, was ist das? Massenlöscher im mittleren Umkreis, okay. Massensammlung, wisst ihr? Victor, was? Okay. In Ordnung. Gut. Haben wir auch das? Accumulator. Stores electrical power for delayed distribution. Na? Okay. Stromverbrauch draußen 350. Alles klar. Gut. 66%. Müssen wir mal gucken, was es das gibt. 88%. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aus. Aber gut, wir haben jetzt hier noch ein anderes Problem, sehe ich gerade. Sollten wir aber jetzt ohne Probleme eigentlich hinbekommen. Wir haben ja genügend Böden. Wenn ich jetzt mit den richtigen Tab erwische. 1, 2. So. Und verdammt. Da müssen wir wohl noch welche bauen. Ja, komm, mach hin. Dass diese blöden Generatoren immer so lange dauern. Okay. Jetzt brauchen wir Förderband. Ach, das ist doch ein MK2. MK2 möchte ich nicht. Ich möchte MK1. Die da. Die sind hübsch. Die gefallen mir. Die nehme ich. Oh. Wow. Hört mal auf rumzuruckeln hier. So. 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 Und so. Dann haben wir jetzt hier endlich mal wieder welche. Dann können wir die hier hinsetzen. Und
Einmal bitte. Perfekt. Okay. Hier kommen dann die Samen. Okay. Wir brauchen jetzt nochmal einen von diesen Fütterdingern. Haben wir doch bestimmt, oder? Füttergreifer. Ja. Und nochmal eine Kiste. Dahin. Den nehmen wir weg. Dann kommt da an die Stelle ein Füttergreifer. Filter inserters are especially critical for machines like threshers that produce both seeds and plant matter. You might not want to have different things spitting out to the same line or getting pulled into the same machine. And the filter inserter is going to help you with that. Genauso dachte ich mir das. Okay. Ah ja, alles klar. Die nimmt mal bitte nur die Dinger. Muss der auch weg? Bei der bekommt dann auch einen Filter. Und zwar mit dem Zeichen. Dass er dann immer so abrupt aufhört, das ist dann natürlich auch ein bisschen mäh. Aber gut. Wieso ungültige Platzierung? Hier ist doch nichts. Das heißt, unterm Strich muss ich jetzt gucken, dass ich... Warum ist das hier eine ungültige Platzierung? Kann mir das mal bitte einer erklären? Das wäre sehr nett. Nicht? Okay. Das heißt, ich muss jetzt ganz umständlich wieder mit Förderbändern arbeiten. Gar ungünstig, aber okay. So. Okay. Dann haben wir das. Und Ukulele. Und die können wir dann, ja, zu drüben stellen. Ja, genau. Wunderbar. Die können wir dann zum Beispiel nutzen, um... Eieiei. Um die Dinger zu befahren. Gut, das wird man ja sowieso machen. Wir haben ja jetzt erst einmal diese Abteilung hier fertig. Die nächste Abteilung, die wir in der nächsten Folge bauen werden, wird die Schmelzen sein. Das wird man dann so machen, dass diese Zündrebenstänge dann praktisch automatisch in die Öfen geliefert werden. Dazu wandern die Öfen hier hin. Kommt Erz rein, Öfen, dann die Maschinen. Bauen wir alles um. Und da hinten sehe ich schon wieder Strom knapp. Das machen wir noch schnell. Einmal kurbeln. Wunderschick. Die haben natürlich auch sehr wenig Output für das, was ich eigentlich brauche. Und der Kollege ist ein bisschen langsam. Schneller Greifer. Kann ich den jetzt einfach drüber bauen oder wie läuft das hier? Den weg. Okay. Der Kollege macht das schon. Passt. Ei, da später. Da kommt eine Menge zusammen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Gut. Moment. Doch, passt. Was brauche ich? Den nicht.
Okay, dann passt das ja schon. Ja, die sind voll. Perfekt. Das kriege ich nie eigentlich raus. Alles ernten. Und wir haben rausbekommen. Kühlmittel. Moment. Kühlmittel heißt doch eigentlich. Mal irgendwo ein Drescher. Drescher, das Ding. Ja, die Dinger, das muss man alles, wie schon gesagt, noch ändern. Die Schmelzöfen, ja, Treibstoff, das ist jetzt momentan so ein kleines Problemchen. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Oh, schön. Was das die 2D-Filme sind, You're finde starting ich to get a nice little collection of research cores, Breaker. I won't forget it. okay. Das sieht ja wirklich mal weird aus. What? Okay. Ah. Gut, haben wir jetzt das Ding endlich fertig. Das möchte ich noch schnell zum Abschluss der Folge machen. Ich platziere den Drescher irgendwo hin. Na, komm. Warum? Entschuldigen Sie, warum kann ich das Ding da nicht hinbasteln? Ernsthaft. Na gut. Da ich ja die Plattform sowieso noch in der Richtung erweitern wollte. Gucken wir mal, wie weit man rauskommt. Au. So nicht, aber so. Gut, jetzt können wir den Drescher platzieren. Hoffentlich. Ja. Dann packen wir mal das rein und gucken mal, was dabei rauskommt. Zitterknospen, okay. Wofür brauche ich denn die? Gucken wir mal. Zitterknospen. Zimtrebenextrakt. Okay, wo kriege ich den jetzt schon wieder her? Kupfererz, Eisenerz, okay. Schmelzen, Logistik, okay. Akkus, Elektroböden. Zutaten, Zimtreben. Produziert in den 2 Dingern im Ofen, so wie es aussieht. Okay. Aber was ich damit noch machen kann, müsste man jetzt mal wissen. Ah, Stromverbrauch, Echodaten. Irgendwo ist gerade der Strom ausgefallen. Okay. Dann hauen wir hier nochmal Strom rein. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.